Moin, moin. Hier ist wieder euer Robin für euch. Es ist der 15.11. Und ich denke mal, bevor das Wochenende stattfindet, das letzte Video, was ich aufnehmen werde. Ich habe am 17.11. Geburtstag, das ist in 2 Tagen. Dort möchte ich zu meiner Familie fahren. Das heißt, jetzt nochmal einen entspannten Stream. Oder eher gesagt, eine Aufnahme auch für YouTube. Eventuell gehe ich morgen nochmal online, aber ich gehe davon aus, nein. Ja, ihr seht's, keiner auf dem Server. Aber das ist mir erstmal egal. Wir gehen trotzdem erstmal in den Dienst. Ja, und schauen wir mal, was heute so geht. Am heutigen Mittwoch, dem 15.11. Ja. Gestern habe ich ja 3 Folgen hochgeladen. Da habt ihr erstmal ein bisschen was an Content, falls ihr es nicht schon gesehen habt. Oder halt in die Playlist, FMRP und so weiter und so fort. Astra Wien natürlich auch eine eigene Playlist. So sieht's mal aus. Dann laden wir rein. Weil morgen am 16.11. muss ich dann ja ein paar Vorbereitungen treffen für die Heimreise in die Heimat. Mein Bärtchen muss runter. Friseur weiß ich noch nicht, ob ich das in der Heimat mache. Aber der Bart muss auf jeden Fall morgen ab. Wäsche waschen und so weiter und so fort. Bisschen was zu tun habe ich noch. So. Channel switched. So, zack. So. So, dann bin ich schon mal im Funk drin. Nicht das beste Wetter heute, aber ist okay. So, einmal schnell tanken. Heute ist nicht das beste Wetter, aber was Mut hat Mut.
So, dann mal rein ins Trockene. Ja, bei dem Wetter nehme ich mal eine Outfit mit Jacke. Also bei dem Regen. Jetzt einmal gucken, ob hier alles gut ist. Fünfundzwanzigtausend habe ich, sehr schön. Das gefällt mir. War nicht das beste Wetter zum Arbeiten beim ADAC. Gibt's viele LKWs und Autos, die in den Graben rutschen? Wisst ihr, was mir aufgefallen ist? Seit ein, zwei Tagen fährt hier keine Straßenbahn mehr. Ich weiß nicht, ob das gewollt ist. Was kann natürlich sein, dass die Straßenbahn hier die ganzen Lecks und so verursacht hat. Aber da habe ich keine Ahnung von. So, wir haben hier eine Jacke an, da können wir auch in den Regen raus. Ich weiß nicht, ob der repariert werden muss, keine Ahnung. Dann ist er auf jeden Fall repariert. Das Motorrad steht aber auch schon länger. Hier, das ist jetzt neu. Das ist jetzt die BMZ. Die Brandmeldezentrale, die ist jetzt neu. Ein schönes Motorrad. Und schauen wir mal. Warum ist diese Fläche denn trocken? Ist hier ein Abdach drüber? Oder ist es einfach die Silhouette von dem Gebäude? Keine Ahnung. Also okay. Hast schon ein schönes Auto. Aber. Nee. Berufsfeuerwehr hat auch offen. Okay. Schauen wir mal eben.
Ah, ist schon. Ist schon schön. So, das ist unser Fahrzeug von unserem Leo Hilbert. Ah, schon schön. BF Berufsfeuerwehr. Heute ist echt scheußliches Wetter. Kein Wunder, dass keine Leute rauskommen hier. Ja, Bewerbungsformular brauche ich nicht. Shoppen wollen wir auch nicht, also alles gut. Aber das finde ich zum Beispiel schön, wenn man jetzt hier läuft, sieht man richtig die Wasserringe. Hier rein. So, ich bin jetzt mal auf Status 1 gegangen, auch wenn wahrscheinlich kein anderer da ist, aber. Ah, heftiges Wetter. Geh mal laufen. Ah, das macht Spaß. So. Jetzt schauen wir mal. Autos haben wir repariert. Warum ist die Berufsfeuerwehr denn da? Gute Frage, aber okay. Aber es scheint mir so, dass der Regen gleich aufhört. Dann können wir eventuell gleich auf das T-Shirt wechseln. Das verstehe ich auch nicht. Auf der Gegenseite haben wir ein Bushäuschen mit Häuschen. Hier haben wir eine Haltestelle, aber kein Bushäuschen. Also, ja. Ah. Da jetzt so ein paar Erdnüsse raus. Lecker, lecker.
Fahr mal kurz zur BF hoch, mal gucken, ob da wirklich einer ist. So, da vorne ist die Berufsfeuerwehr. Ein Tor ist immer offen eigentlich. Sag ich doch. Aber hier scheint wirklich keiner zu sein. Gehen wir einmal hinten rum, ganz entspannt. Aber es scheint heute keiner da zu sein, okay. Da ist die Treppe nach oben. Da würde ich zum Beispiel gerne mal rein. Die in der Feuerwehr sind, werden es kennen. Das ist quasi ein Brandcontainer. Da hinten sind ganz viele Paletten, man setzt sich hier vorne rein und dann wird durchgezündet. Natürlich unter Atemschutz, ist klar. Ja. Ja, schon. Wäre schön, wenn man das Spiel spielen könnte. Aber ich glaube, da wird es nicht zu kommen. Ach, jetzt werde ich doch mal ein bisschen rennen. Ich glaube, hier ist alles ruhig. So, BR Frankfurt. So, dann fahren wir mal zurück.
So, einmal die Street hier runter. Gut. Na, hört der Regen so langsam auf. Oh, dahin lacht die Sonne. Gut. Würde ja fast behaupten, Frankfurt ist heute ruhig. Ich kann euch natürlich auch nicht sagen, ob meine Kollegen noch in Dienst kommen oder nicht. Aber okay. Ja, hier sind ein paar Produkte, die wir verkaufen. Alles, was der Mensch braucht fürs Auto. Aber okay. Da hört es wirklich auf zu regnen. Ah. Traumhaft. Ein schönes Bild. Wahrscheinlich wird es erst im Laufe des Abends richtig voll. Das verstehe ich nicht. Warum ist die Berufsfeuerwehr offen? Hier unten Autohaus und Stadtwerke verstehe ich ja. Gut. Man muss ja nicht alles verstehen. So, Türe schließt sich. Machen wir noch mal einen kleinen Spaziergang ums Gebäude. Der neue Renault Zero von der Stadtwerke.
Schönes Fahrzeug. Okay. Das sah gerade ein bisschen komisch aus, aber okay. Warum ist hier denn schon wieder eine Baustelle? Was haben die Bürger von Frankfurt denn wieder angestellt, dass hier die Straße kaputt ist? Okay. Deswegen waren die Stadtwerke auch offen. Okay. Das müsste eigentlich ein Renault Zoe sein. Ist ein Renault Zoe. Alles klar. Dann sprinten wir mal eben drüber. Hat der jetzt echt gewartet, bis ich weg bin? Also, mal gucken, was passiert, wenn ich jetzt wieder näher komme. Rennt er dann wieder weg? Oder hat er nur was geholt? Also, ein bisschen spooky. Ich gehe hin, er rennt weg. Ich gehe weg, er kommt wieder dahin. Also. Auch immer fleißig, der Kollege. Der will die jetzt wahrscheinlich richtig ausrichten. Was passiert, wenn ich jetzt näher komme? Rennt er dann wieder weg? Beobachten wir ihn mal. Sonst hole ich mir gleich noch mal Cash. Also Lohn. Ah, das scheint eine größere Baustelle zu werden. Also, ich möchte nicht wissen, was hier gebaut wird. Aber okay. Aber Lob an unsere Stadtwerke. Die machen echt gute Arbeit. Warte mal. Das möchte ich jetzt mir doch noch mal angucken. Die Stadtwerke hat ja auf der Autobahn ja auch eine Baustelle gemacht.
gucken wir uns die auch nochmal an. Ich hätte natürlich jetzt auch ein Dienstfahrzeug nehmen können, aber okay. Bin ich mal gespannt. Genau, da oben ist unser neues Verkehrsleitsystem. Ja, das ist nämlich zum Beispiel das Problem, wenn die Stadtwerke solche Barrikaden aufstellt. Jetzt wisst ihr auch, warum ich hier so nah am Rand stehe. Im Prinzip ist die Baustelle gut, aber da kommt keiner vorbei. Deswegen stehe ich auch so weit weg vom Rand. Ich weiß ja nicht, ob irgendein Anhänger den Trailer verloren hat oder vergessen hat, keine Ahnung. Beschilderung ist auch super. Aber wie soll man hier mit 80 vorbeifahren, wenn der Anhänger da steht? Schwierig. Ja, ist okay.
Autsch. Oh. Hat es doch geschafft, aber du bist da vorne. Alles klar. Ja, mal gucken, ob der Kollege da gleich kommt. Und steht der Anhänger halt hier, und dann ist es so. Ich warte jetzt noch so 3, 4 Minütchen, weil ich weiß auch nicht, ob er sein Handy mit hat. Ich denke aber schon. Zum Beispiel er jetzt mit dem riesen LKW, der fährt jetzt ganze Zeit gegen die Hütchen. Ich könnte hier stundenlang stehen. Weil jetzt hat er sich komplett vollgefahren, festgefahren. Oder ist das einer, der hier arbeitet? Ich gehe mal zur Seite, weil es sieht nicht danach aus, als ob die hier arbeitet. Jo, so sieht das mal aus. Ja, Kollege, kommst nicht voran? Ja, da hinten mit dem Anhänger. Das muss die Stadtwerke auf jeden Fall lösen, Karatsch. Beim Prinzip haben wir jetzt das Problem, umso mehr Autos, umso voller wird es. So, der wird nämlich jetzt Schwung nehmen und Kadetsch, Kadetsch. Ja, der hat sich jetzt so festgefahren, da wird er nicht mehr rauskommen. Ich weiß auch nicht, ob das ein NPC ist oder nicht. Ja, der wird da nicht rauskommen. Auf keinen Fall. Okay, so geht's natürlich auch. Okay, das ist ein NPC. Und mit Schwung, Karatscha. Und nochmal mit Schwung. Und
Ja, der Trailer, der steht im Weg. Da wird er nichts machen können. Taxi 1 an Leitstelle kommen. Ah, das ist halt jetzt doof hier. Weil der ist so groß und breit. So, jetzt habe ich noch mal die Berufsfeuerwehr angefunkt. Weil das Ding ist ein Totalschaden. Ich bin vom ADAC, aber bringt doch nichts. Und Schwung. Ich könnte da stundenlang zugucken. Karatscha. Der müsste doch fast kaputt sein, oder? Oh, er ist hart zwar auf dich durchgekommen. Kadetsch. Ah, herrlich. Im Prinzip werden die sich alle jetzt hier in der Baustelle sammeln. Ich warte jetzt noch mal so 10 bis 15 Minuten. Kommt dann keiner vom Feuerwehr oder von der Bußwerke? Ja, dann ist das so. Also der LKW ist schon mal weg, das ist gut. Ja, irgendwann kommen alle Fahrzeuge dadurch, das ist mir klar. Aber schön ist es doch trotzdem nicht. Ich weiß auch nicht, ob der Trailer hier stehen sollte. Guck, da ist der nächste Kandidat. Die werden da nicht durchfahren können.
Der wird sich jetzt da vorne auch festfahren. Ah? Ja? Wenn er jetzt Schwung holt und den zur Seite schieben könnte. War schön, wir haben Geld bekommen. 26.000, sehr schön. Oh, jetzt kommt das herrliche Wetter raus. Im Prinzip, wenn er jetzt links dran vorbei und den ein bisschen zur Seite schiebt, dann müsste das auch passen hier. Okay. Ich glaube, Mikrofon muted. Mikrofon activated. Okay. Hi Leo. Kurze Information, auf der 587 an deiner Baustelle oder von dem Kollegen von der Stadtwerke ist ein LKW explodiert. Hier ist ein, steht ein Trailer im Weg. Aua, das tat weh. Ich glaube, wir sollten gleich mal die... Ich weiß, es ist keiner im Dienst, aber ich glaube, da sollte gleich mal einer rauskommen. Okay, ich guck dann gleich mal. Jo, ich bleib vor Ort. Jo, gut. Bis gleich, ciao. Ah, ich bleib mal hinterm Fahrzeug. Weil, nicht gut. Die Baustelle an sich ist super. Aber das ist. In der Zwischenzeit kann ich mir ja was trinken. Headset nicht vergessen runterzumachen. Weil ich sag mal so. Ja. Gut. Ich weiß natürlich jetzt nicht, ob ich jetzt als Feuerwehrmann hier hinfahre. Denk mal, ich bleib als ADAC hier. Ja, da gehe ich auf jeden Fall nicht näher dran. Wer weiß, ob es nochmal explodiert. Karacha.
Okay. Ja, so langsam schiebt sich der LKW doch richtig, also der Anhänger. Aber solange der da steht, ich kann halt nicht abschleppen. Weil im Prinzip ist ja auch sein Spezialfahrzeug dahin gerammt worden. Ja, der wird es auch nicht mehr lange machen. Aber ihr habt's gehört, der Kollege weiß Bescheid. Da sind wir auch als ADAC machtlos. Komm und fahr noch mal rein. Skadatsch. Okay, alles klar. Ah, den hat er komplett gekillt. So, hundertprozentig. Oh. Ja, wenn der Anhänger so liegen bleibt, ist gut. Aber, ja. Ich hole ihn gleich persönlich aus seinem Fahrzeug raus. Hallo. Ja, Kollege. Wenn du da ganze Zeit gegenfährst, das bringt dir nichts. Du kannst doch so oft vor- und zurückfahren. Ja, fahr du noch mal ein paar Mal dagegen. Einmal reparieren, der war ganz schön am Rauchen da vorne. Sehr schön, dann ist der schon mal repariert. Perfekt.
Ja, er versucht den halt aufzustellen. Ja, schön. Das ist Frankfurt. Gut, dann haben wir das Problem auch schon erledigt. Er braucht ihn ja nur flachlegen. Er kann dann ankoppeln. Oder man muss die Baustelle verändern. Ein Scheiß hier. Ja, ich hab's gemerkt. Na jetzt erst. Erledigt. Kurze Info. Ja. Dein Fahrzeug, dein Baustellenfahrzeug war im Qualm, das habe ich repariert. Sehr gut. Daneben standen noch zwei so schöne Abschlepper, die sind vier Stück, sind explodiert. Ja, ich stehe jetzt. Dann dein Caterpillar da vorne hat auch gebrannt. Im Prinzip hat alles gebrannt hier. Okay. Ja, gut. Dann hoffen wir mal, dass es so erstmal geht. Dann würde ich nämlich jetzt zum ADAC zurückfahren, weil. Oder im Auftrag vom ADAC zu uns zum Auto aus, weil. Schwierig. Gut, erstmal danke. Okay. Ja, erstmal danke für die Hilfe, aber. Das war tödlich hier. Ja. Gut, dann weißt du auf jeden Fall Bescheid. Gut, dann noch eine ruhige Schicht. Jo. Danke. Schönen Abend noch. Jo. Ja, also. Ja. Ach, egal. Ach. Schwierig. Aber wir fahren jetzt erstmal zurück zur Base.
Achso, wir sind ja noch auf der Autobahn. Runde auf die 70. So, ein Fahrzeug immer weg, das ist schon mal gut. So. Genau, da steht arbeitslos. Perfekt. Oh. Das war doof. Wisst ihr warum? Wenn ich nicht im Dienst bin, kann ich auch, kann ich mich nicht umziehen. Sehr schön. Ja, ich würde damit sagen, jetzt ist erstmal ein bisschen Ruhe mit dem RP hier auf meinem Channel. Wie gesagt, ich habe am Freitag Geburtstag, den 17.11. Deswegen sage ich, ciao mit V, Robin. Tschüss.